Weil es gibt Fächer, die darfst du nicht streichen. Ich würde das Fach, was ich am schlechtesten kann, mündlich wählen. Das ist ganz wichtig, weil das heißt, ihr seid ziemlich limitiert in den Fächern, die ihr wählt. Und die LKs werden doppelt gezählt. Alles, was ihr in der Abiturphase, also in den Qualifikationsphasen macht, ist abiturrelevant. Kommst du jetzt in die Oberstufe? Heute teile ich einige wichtige Hacks mit euch für die Oberstufe bzw. für eure Noten da und erzähle euch, wie ich es geschafft habe, dieses Jahr 2023 ein 0,8 Abitur zu schreiben. Übrigens sind gerade zwei Fliegen in meinem Zimmer. Ich weiß nicht, ob man sie hört. Ich hoffe, man hört sie nicht. Aber ich schaffe es leider auch nicht, sie rauszuschmeißen. Also falls ihr so ein kleines Summen, nein, Summen fliegen, ein Brummen hört. Das sind die zwei Fliegen, I'm sorry. Außerdem sind meine Haare ein bisschen nass, deswegen sehen sie so fettig aus. Sie sind aber nicht fettig, ich habe sie gerade gewaschen. So, dann haben wir diese kleinen Sachen auch geklärt. Man hört schon die Fliegen, oder? Ich habe ja bereits ein Video gemacht mit ein paar Tipps für die Oberstufe, was sich vor allem um das Thema Freunde, Organisation und so weiter gedreht hat. Und heute geht es wirklich um Notenhacks, über die niemand wirklich auf Social Media redet oder über die generell nicht so viel geredet wird, weil es eben Dinge sind, die sich ändern in der Oberstufe und die organisatorisch total wichtig sind, man aber erst im Laufe der Oberstufe, wenn überhaupt, lernt. Das klingt erstmal ein bisschen vage, aber ihr werdet das verstehen, wenn ihr das Video hier bis zum Ende anguckt. Vergesst nicht zu abonnieren für weitere Videos dieser Art. Ich lade hier ganz viel zum Thema Schule, Lernen und so weiter hoch. Also vergesst nicht zu abonnieren und viel Spaß und Erfolg erstmal bei diesem heutigen Video. Warum habe ich jetzt Erfolg gesagt? Erfolg, dass ihr es überstehen werdet. Also der erste Punkt ist, dass ihr bestimmte Kurshalbjahre streichen könnt. Ihr habt vielleicht schon mein Abi-Zeugnis-Video gesehen. Da habt ihr eventuell auch schon erkannt, dass einige Kurse bei mir, also einige Noten, in Klammern stehen. Das sind zum Beispiel meine gesamten Sportnoten. Theoretisch kann man jetzt sagen, ich habe in der ganzen Oberstufe Sport umsonst gemacht, weil keine Sportnote bei mir ins Abi reingezählt hat. Ihr könnt euch vorher entscheiden, wie viele Fächer ihr in der Oberstufe wählt. Ich habe ein Extrafach gewählt, also ich habe quasi die maximale Anzahl gewählt, weil ich dann mehr Möglichkeiten habe, Fächer zu streichen. Bei mir im Bundesland und an der Schule war es so, dass wir zwei Kurshalbjahre, also zwei Noten vom Zeugnis streichen lassen durften. Das darf man sich nicht aussuchen. Es werden immer automatisch die schlechtesten zwei gestrichen, was ja auch Sinn ergibt und total in eurem Sinne auch ist. Da ich aber ein Extrafach hatte, hatte ich ja quasi vier Semester mehr, also von einem Fach. Und deswegen durfte ich auch vier weitere Semester streichen, also insgesamt sechs. Das heißt, meine sechs schlechtesten Noten wurden auf dem Zeugnis gestrichen und werden nicht oder wurden nicht mit in meine Abi-Note gezählt. Wie gesagt, war das mein gesamter Sportkurs. Ich habe keine einzige Sportnote reinzählen lassen oder keiner hat reingezählt und zweieinhalb Jahre von Geschichte. Ich sage das deswegen, weil es immer ganz sinnvoll ist, das im Kopf zu behalten. Weil ich hatte auch einige Freunde, die dann immer im Unterricht so berechnet haben, was sie streichen werden und dementsprechend auch ihren Effort, also ihren, ja, ihre Energie dahin platzieren konnten in Fächer, die sie wussten, dass sie die einbringen müssen. Weil hier kommt nämlich der springende Punkt. Das Streichen ist noch nicht so interessant. Was wichtig ist eigentlich das Einbringen. Weil es gibt Fächer, die darfst du nicht streichen. Das waren bei mir, ich kann wieder nur für mich sprechen, aber ich glaube, das ist bei ganz vielen so, meine Leistungskurse und die Hauptfächer. Also ich konnte weder meine LK Englisch und PB, also Politik, streichen lassen. Ich konnte aber auch nicht Mathe, Deutsch, Englisch generell streichen. Dann brauchte ich aber auch eine Naturwissenschaft zusätzlich zu Mathe, das war Bio. Und das heißt, ich konnte weder Deutsch noch Bio streichen. Und das fand ich echt blöd, weil ich hatte teilweise in Deutsch und Bio Noten, die ich nicht hätte zählen lassen wollen, wie auch immer. Aber ich konnte sie nicht streichen lassen, weil ich diese Fächer eben einbringen muss. Und hier kommt die Sache, Leute. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall in diesen Fächern alles geben. Weil das sind Fächer, die müsst ihr auf jeden Fall einbringen. Die zählen auf jeden Fall in die Note rein. Also fokussiert euch auf jeden Fall auch auf diese Fächer. Und zum Beispiel andere Fächer, wie jetzt bei mir halt Sport. Da dachte ich mir so, ja, okay, Sport streiche ich eh. Wenn zum Beispiel ein Tag gab, wo ich wusste, okay, morgen habe ich ein Sportreferat, aber auch ein Deutschreferat, würde ich mich eher auf Deutsch vorbereiten oder mehr vorbereiten, weil eben Sport nicht so eine hohe Relevanz hat wie Deutsch. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Der zweite Punkt ist, alle was ihr in der Abiturphase, also in den Qualifikationsphasen macht, ist abiturrelevant. Die Oberstufe ist ja nur dazu da, um euch auf das Abitur, also auf die Prüfungen vorzubereiten. Und das habe ich auch erst bei den Prüfungen so wirklich realisiert und habe gemerkt, eigentlich waren alle Klausuren, die ich jemals in der Oberstufe geschrieben habe, eine Vorbereitung auf jetzt diese Abi-Klausuren. Und daher ist mein Tipp an euch, macht euch einfach mal Zusammenfassungen von jedem Halbjahr für jede Klausur. Bei mir war es nämlich so, wir haben eine Klausur pro Halbjahr geschrieben, also in den jeweiligen Fächern, nicht nur eine generell, aber eine halt in dem Fach.
Und wenn man sich da schon Zusammenfassungen schreibt, hat man die schon ready für die Abiturprüfungen. Bei mir war das nämlich so, ich hatte dann ja in jedem Halbjahr schon mal eine Klausur in meinem Leistungskurs Politik geschrieben und konnte dann einfach vor meinen Abiturprüfungen nochmal alle 4 Lernzettel Zusammenfassungen angucken und wusste zumindest ein bisschen was über jedes Halbjahr dann. Das ist jetzt nicht meine ultimative Lernstrategie fürs Abi. Ich habe auch noch viel mehr gemacht. Es reicht nicht nur, sich Zusammenfassungen für die Klausuren zu gucken, weil ja das Klausurthema auch nur ein ganz kleines Thema war. Und das Thema, was in mir im Abi zum Beispiel rankam, hatten wir auch in keiner Klausur. Aber ich glaube, dieser Mindset-Shift, ne, macht uns daran erinnern, dass ja das, was rankommt in den Qualifikationsphasen, nur für das Abitur vorbereitet, echt wichtig sein kann. Deswegen passt immer auf, alles, was ihr im Unterricht behaltet in diesen 2 Jahren, könnte im Abi rankommen und ist auch fürs Abi irrelevant und wichtig. Ich wollte gerade den nächsten Punkt nennen, da ist mir aufgefallen, dass ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, wenn man sich mal so ein Abiturzeugnis anguckt. Und ich habe ja eins gepostet hier, also ich habe ein Video gemacht, indem ich mein ganzes Abiturzeugnis euch gezeigt habe und euch alle Noten erklärt habe. Und ich glaube, das hilft wirklich extrem zu wissen, was zählt eigentlich rein, weil mein nächster Punkt war nämlich, dass die LKs doppelt zählen. Das heißt, ich würde immer meinen Fokus auf die Leistungskurse legen, weil die zählen auf jeden Fall, die kannst du nicht streichen, die hast du auch als Abi-Fächer, bei mir zumindest war das so und ich glaube, in den meisten Bundesländern ist es auch so, dass du deine LKs auf jeden Fall im Abi haben musst, meistens auch schriftlich. Ich kann, wie gesagt, nicht für jedes Bundesland reden. Ich weiß, dass es in Hamburg zum Beispiel nicht so ist. In Hamburg muss man nicht seine LKs im Abi haben. Finde ich komisch, aber bei mir ist es so. Und die LKs werden doppelt gezählt. Also wenn du zum Beispiel in Q1 15 Punkte hast, hast du dann in der Abiturrechnung 30 Punkte. Also es ist wirklich super wichtig, da jeden einzelnen Punkt mitzunehmen in den LKs. Und deswegen legt wirklich den meisten Fokus auf die Leistungskurse. Das wusste ich, by the way, auch nicht. Das habe ich auch erst ein bisschen später gelernt, dass die LKs doppelt gezählt werden und dass die auch extrem wichtig sind, weil die machen schon eine Menge aus. Im Endeffekt. Und der nächste Punkt ist auch, dass es extrem wichtig ist, welche Abi-Fächer man wählt. Und ich würde auch versuchen, das schon so schnell es geht festzulegen, weil die nächste Sache ist, man darf auch keine Fächer, die man im Abi, also in den Prüfungen hat, streichen. Ich habe zum Beispiel noch Spanisch gewählt, das ist meine mündliche Prüfung. Und obwohl ich Spanisch eigentlich hätte streichen können, konnte ich es dann nicht mehr, weil ich im Endeffekt dann ja meine mündliche Prüfung darin hatte. Das heißt, ich konnte kein einziges Halbjahr von Spanisch streichen. Wollte ich auch nicht, aber nur mal als kurz der Hinweis, falls ihr das noch nicht wisst, weil ich wusste das auch erst nicht. Dann informiert euch auf jeden Fall, was für Bereiche ihr einbringen müsst in euer Abi. Bei mir und auch bei den meisten, denke ich, ist es so, dass man auf jeden Fall eine Sprache einbringen muss, eine Gesellschaftswissenschaft und eine Naturwissenschaft, also dass man alle 3 Bereiche abgedeckt hat. Das ist ganz wichtig, weil das heißt, ihr seid ziemlich limitiert in den Fächern, die ihr wählt. Also das heißt, ihr könnt zum Beispiel jetzt nicht sagen, oh, ich liebe Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch und will diese 4 Fächer haben, wenn ihr andere LKs habt und vor allem auch, weil ihr eine Naturwissenschaft braucht und so weiter. Ich musste meine 2 LKs nehmen, schriftlich, also Englisch und Politik. Dann musste ich ein zweites Hauptfach nehmen, also entweder Mathe oder Deutsch. Der Punkt ist hierbei, hätte ich Deutsch genommen, hätte ich auf jeden Fall Bio wählen müssen, weil ich eine andere Naturwissenschaft noch brauche. Hätte ich aber Mathe genommen, was ich jetzt noch habe, hatte ich die Freiheit, noch ein anderes Fach zu wählen, weil ich dann schon alle Bereiche abgedeckt habe in meiner LKs. Das heißt, ich durfte dann frei wählen und habe dann Spanisch genommen. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen überfordernd, aber wendet euch da auf jeden Fall eure Oberstufenkoordination und fragt diese Leute oder die Lehrerinnen, den Lehrer dort nach, wie ihr wählen könnt. Das schon früh zu wissen, finde ich, hilft sehr. Wenn man weiß, was man als Prüfungsfläche hat, kann man sich auf diese Fach auch mehr konzentrieren, ihr wisst. Ich wurde meiner Story mal gefragt, welches Fach ich mündlich wählen würde und ob ich Bio mündlich wählen würde. Und meine Antwort war, ich würde das Fach, was ich am schlechtesten kann, mündlich wählen. Ich glaube, das haben einige nicht verstanden, weil ja, es eigentlich erstmal so wirkt, als müsste man ein Fach mündlich nehmen, was man gut kann, weil man eben vor diesen Lehrern steht und erstmal sich da irgendwie so rechtfertigen muss. Und ich glaube, es ist auch ziemlich, man fühlt sich auch sehr unwohl, wenn man in einem Fach, das man nicht gut kann, einfach vor Leuten steht und dann darüber reden muss. Aber die Sache ist, ich finde, in der mündlichen Prüfung kann man am meisten noch rausholen. Denn in der mündlichen Prüfung hast du erstmal eine Vorbereitungszeit, das ist natürlich sehr gut, und dann wirst du zu dieser Quelle eben befragt. Du musst darüber noch einen Vortrag halten, Fragen beantworten und dann nochmal zum anderen Thema befragt werden. Und da kann man im Endeffekt auch ein bisschen tricksen, einfach über andere Dinge auch ein bisschen reden und nochmal anderes Hintergrundwissen einbringen oder können die Lehrer in eine andere Richtung vielleicht fragen, wenn sie merken, du kennst dich damit nicht so gut aus. Und ich hatte das Gefühl gehabt, man konnte in der Prüfung irgendwie auch mehr punkten, wenn man nicht so viel
weiß als in den schriftlichen Fächern. Bei den schriftlichen Fächern haben die Lehrer wirklich einen vorgegebenen Rahmen, nenne ich Rahmenlehrplan. Wie sagt man das? Musterbogen, Musterlösung, eine Musterlösung, so ihr wisst. Und die haken dann auch so ab, was ihr alles drin hattet. Und ich glaube, bei der mündlichen Prüfung sind die dann ein bisschen freier. Also ich weiß natürlich nicht ganz genau, wie die aussehen, die Bögen da, aber ich persönlich habe das Gefühl. Daher wirklich in der mündlichen Prüfung, falls ihr zwei Fächer zur Auswahl habt, das Fach wählen, was ihr nicht so gut könnt mündlich, und das war sehr gut könnt schriftlich. Und dann könnt ihr da ziemlich gut punkten. Und ich glaube, das Licht hat sich gerade extrem verändert. Oh mein Gott, es ist viel dunkler geworden. Die letzte Sache ist noch das Punktesystem. Es gibt das System von 1 bis 15, 15 ist 1 plus, 14 ist glatte 1, 13 ist 1 minus. Das habe ich schon öfter erzählt, aber ich möchte es nochmal hier erwähnen. Und zwar seid euch bewusst, dass eine 15 nicht mehr nur eine glatte 1 ist, sondern sogar eine 1 plus ist. Das hat mir sehr geholfen, weil ich dann mit 15 Punkten immer eine schlechtere Note ausbrechen konnte. Das heißt, wenn ich in der Mittelstufe für 100% nur eine glatte 1 bekommen habe, also nur ist es übertrieben, aber wisst ihr, habe ich jetzt in der Oberstufe 15 Punkte, also eine 1 plus bekommen. Das heißt, wenn ich mal irgendwann weniger hatte, dann habe ich nicht mehr eine 2, dann habe ich 13 Punkte. Und ich kann 13 mit 15 ausgleichen und hatte wieder eine glatte 1. Das fand ich irgendwie sehr gut, weil ich dann wusste, okay, ich muss nicht über 100% schaffen. Ich kann auch mal 90, 95, 85 oder so, je nachdem. Und trotzdem kann man im Endeffekt irgendwie auf 1,0 kommen. Natürlich ist das Niveau auch schwieriger in der Oberstufe und diese 95% zu erreichen oder 100% sind deutlich schwieriger als in der Mittelstufe oder Unterstufe. Aber ich fand dieses 15-Punkte-System irgendwie doch viel besser als diese Noten 1 bis 6. Vergesst auf gar keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos zu diesen Themen. Ich poste hier ganz, ganz viel und habe auch einige Videos, die noch nicht interessieren könnt, wie zum Beispiel mein Abi-Zeugnis, habe ich ja gerade schon erwähnt. Guckt es gerne an und viel Erfolg. Ich wünsche euch nur das Beste und hoffentlich sehen wir uns hier bald wieder. Bis dann!